Hey, meine Rabauken, heute werden wir zum wirklichen Dr. Banks. Wir werden Arzt, wir sind im Level Nummer 1 und müssen dem hier anscheinend ein paar Igelstacheln von der Haut entfernen. Jetzt müssen wir das Ganze noch desinfizieren. Das sieht sehr schmerzhaft aus tatsächlich, aber wir haben es geschafft. Jetzt gibt es noch das Pflaster drauf. Flapp, flupp, so. Pflaster ist auch drauf. Level completed. Level Nummer 2. Wahrscheinlich ist hier das Eiöhr. Die müssen wir weglasern. Bam, bam, bam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist, aber wir machen es erstmal weg. Zack, zack, die sind giftgrün. Oh, wir haben 5. Es war einfach... Ah, ihre Gesangsstimme, sie ist Sängerin. Level completed. Okay, Nummer 3. Hier müssen wir... Ah, das ist so für den... Das weiß ich, was das ist. Das misst den Herzschlagrhythmus. Da muss man hier überall am Körper solche Verbindungen machen. Das habe ich auch schon beim Arzt gemacht. Zack. Ey, hallo. Connecte doch. Zack. Zack. Und jetzt du bist irgendwie so ein Problemkind. Jetzt. So. Und... Ah, das ist ein Belastungs-EKG. Und jetzt lauf immer schneller. Belastungs-EKG. Jawohl. Erstmal abdancen. Keine Krankheit, alles in Ordnung. Oh, der ist in den Nagel getreten. Okay, mit der Pinzette müssen wir den rausholen. Ja, wir müssen den so ein bisschen los... Oh, da kriege ich Gänsehaut, Alter, ganz schlimm. So, jetzt müssen wir hier das Ganze schön desinfizieren. Das sieht nämlich sehr, sehr übel aus, ey. Und jetzt haben wir das Pflaster drauf, ein X-Pflaster. Abgegeben, 520 Moneten. Wir sind beim OP. Oh Gott, nein, der behandelnde Doktor hat sich auf die Schnauze gelegt. Wir sind... Warum sehen unsere Hände so aus? Okay, wir müssen für den OP unsere Hände sauber machen. Und die sehen aus, als ob ich mir damit wirklich komplett den Arsch abgewischt habe oder so. Okay, das ist fertig. Ah, weiß ich nicht. Jetzt hier mal schön Wasser. Ja, ja. Zack, sauber, oder? Zählt. Genau, jetzt die Handschuhe. Wie mache ich das? Ah, ich muss einfach drücken. Handschuh ran, Hammer. Und jetzt können wir den OP rein. Bam. Wir müssen den Weihnachtsmann operieren. Was jetzt denn los? Okay, wir brauchen hier so ein Rasiermittel oder was. Der hat ganz schöne... Bauchbehaarung. So, das ist ein Waxing oder so. Hör, was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn hier in der Hand? Ach so, der ist schwanger oder was? Was war das? Ich muss hier... Oh nein. Hier ist was. Ah, warte, doch, das hier. Habe ich was Richtiges gefunden? Bam, Nierenstein oder so hat der. Ich weiß auch nicht genau, was der hatte, aber wir haben den Weihnachtsmann behandelt. Was haben wir hier jetzt? Wir müssen einen Augenscan oder so, ne? Muss ich das hier irgendwie einstellen? Aber da links ist eine Anzeige. Ja... Aber irgendwie geht es nicht runter oder hoch. Wir müssen auf jeden Fall... Ach so, jetzt habe ich es verstanden. So. Ah nee, das ist ein Kieferorthopäde. Wir müssen die Zähne korrigieren. Klar, wenn das mal so leicht gehen würde. Da hätten viele Leute keine Probleme, ey. Zack. Wunderschöne Zähne hat er. Jetzt haben wir geregelt. Ein CT. Ah, da müssen alle metallischen Gegenstände weg. Das muss weg. Sonnenbrille weg. Alles, was da nicht hingehört. Weg, mein Kollege. Da brauchst du gar nicht so wütend gucken. Und was jetzt? Rein mit dir, reinschieben. Nee, du musst dich auch ordentlich hinsetzen zuerst. Genau, und jetzt rein an die Bude. Ja, ja, let's go. Was hat er? Sieht... Oh, ein Zecken! Nee, das ist ein... Boah, was ist das? Ich würde sagen Zeckenbiss, aber es ist auch irgendwie ein bisschen alienmäßig, ne? So, wir haben das Vieh gleich. Zack, jetzt mit der Pinzette den rausholen, den Smaragdkäfer in die Schüssel rein. Und jetzt ein Pflaster drüber. Zack, zack. Und dann haben wir das Ding eingetütet. Ich werde im 10. Level von der Krankenschwester gefragt, wieso bist du hier? Sie ist eine Verstärkung für uns. Ah, okay. Warum möchtest du diesen Job? Sie ist ihre Leidenschaft, Menschen zu helfen. Was hast du für Erfahrung? Ich habe einzigartige Skills. Ja, okay, komm, wir stellen dich ein. Wir haben hier dringend... Junge, was ist denn hier passiert? Was ist jetzt los? Speedrun oder was? Wir müssen den Patienten ja möglichst schnell in das Zimmer bringen. Gib uns das Speed was? Ach, der hat Sauerstoff da links. Wir müssen das Sauerstoff... Guck mal, der hat den Sauerstoffbehälter da. Wir müssen den Sauerstoff einsammeln, damit er nicht... damit er immer Luft hat, ey. Ich hab hier alles unter Kontrolle. Wir dürfen nicht ausrutschen. Junge, andere Patienten im Weg. Warte, wie weiche ich denn da jetzt aus? Hier einfach links am Rand oder wie? Ja, okay, schaffen wir locker. Kein Problem. Ich bin doch dafür meine Patienten. Dafür stehe ich doch mit meinem Namen Dr. Banks. Zack, in den OP. Okay, hier müssen wir irgendwie einen Lungentest machen oder so. Okay, dann ziehen sie sich mal aus, bitte. Und jetzt checken wir hier mal, warte, hier aufs... Die Lungenflügel oder was? Ah, nee, hier, dann hier unten. Jetzt hier oben. Zack, Lungenflügel, Herz, Niere, Leber, alles gecheckt, ey. Alles in Ordnung bei ihnen. Ich habe eine Kettensäge freigeschaltet, um den Gips zu machen. Ich wollte schon sagen, für was brauche ich denn eine Kettensäge? Okay, jetzt hier, ja...
Ja, Hammer. Oh, oh Gott, es tut mir leid. Ich habe ihn aus den Spine gesägt. Ah, und jetzt das ganze Ding hier losklopfen. Jetzt hier unten noch. Zack, an den Füßen weg. Und jetzt hier oben am Knie noch weg. Zack, ist ihr Gips weg. Ja. Oh, Bruder. Oh. Uff. Weiß ich alles nicht. Schnell sauber machen. Der ist ganz blau. Was macht das Ding jetzt? Polieren? Als ob das geht. So, man kann einfach so einen blauen Fußnagel wieder weiß polieren. Bin ich mir unsicher, ob das wirklich geht. Aber okay. Dem Boxer geht's nicht gut. Zähne sind im Arsch. Er will neue Luxuszähne. Boom. Boom. Aber wir müssen die restlichen ja auch noch neu polieren, oder? Weil die fallen jetzt ein bisschen auf. Ah, nee, erstmal muss hier... Oh, Zahnbelag weg. Du hast ja nicht ordentlich die Zähne geputzt, keine Zahnseide benutzt, oder was? Und jetzt hier schön polieren. Polieren die Beißerchen, die Dinger, ey. Damit die schön alle glänzen. Zack, nice. Noch nie einen Menschen mit solchen Zähnen gesehen, aber du wirst schon wissen, was du machst. Ciao. Er hat Haarausfall oder so. Irgendwas hat er hier. Nehmen wir es mal weg. Oh, weiß ich nicht. Okay, wir machen hier. Wir färben einfach. Wir färben einfach die Haut. Weiß ich nicht, ob das jetzt beim Arzt so richtig ist. Was machen wir jetzt? Wir sprühen ihm Haare. Wir sind beim Schönheitschirurgen. Boah, so, das sah aber nicht sehr dicht aus. Also, das hatte, weiß ich nicht. Hä, schon wieder das sehr... Oh, das sehe ich auf TikTok manchmal, solche Ohrreinigungsvideos. Das habe ich auch mal machen lassen beim Arzt, weil mein Ohr war voll. So, los, raus, das ganze Zeug. Und jetzt mit dem Wattestäbchen habe ich alles. Keine Sorge, jetzt sind sie sauber, die Ohren. Jetzt hörst du wieder wirklich in 4K, hörst du jetzt. Wir haben eine Laboruntersuchung. Und wir müssen was untersuchen. Müssen wir alle Bakterien eliminieren, oder wie? Zack. Okay, alle Bakterien sind eliminiert. Das ist so eine Art Minispiel. Oh, jetzt kommt der Boss, Junge. Junge, der Virenboss. Einfach Corona-Virus, aber kein Problem mit dem Autoklicker, Alter. So. Also ich habe gar nicht, ich habe gar keinen Autoklicker an. Was ist jetzt los? Was hat sie? Ist das ein Liebesserum? Bam, getroffen. Bam, getroffen. Ach so, das ist die Energie von diesem Nippel, was ich da quasi abbrechen muss. Ich habe es verstanden. Boom, hier sieht man es. Genau. Und jetzt muss ich das in die Spritze füllen. Genau, Spritze aufziehen. Wie ein Profi. Zack. Und jetzt kriegt sie eine Impfung oder so. Keine Ahnung. Was ist das denn jetzt? Pickel oder was? Pickel ausdrücken. Wow, ist das eklig. Raus das ganze Zeug, ganze Schlamm, ey. Alles raus da, so. Okay, Hammer. Was jetzt? Irgendwie desinfizieren wahrscheinlich, ne? Flup, zack. Dann hier noch ein bisschen, flup. Und hier noch ein bisschen, flup. So, entzündungslindernde Creme drauf. Erledigt. Ich weiß halt nicht, was ich mit meinem Geld anfangen kann, ehrlich gesagt. Ich kann nichts mit meinem Geld, also noch nicht zumindest, kaufen. Er hat ein Tattoo von seiner Ex-Freundin. Ne, das müssen wir mit Laser entfernen. Erstmal hier schön eincremen. Ach so, nee, er will es behalten. Nee, er will es doch weglasern. Ich habe mich gerade schon gewundert. Weglasern, das Teil. So, hat nie existiert, mein Guter. Oh, er hat richtig Schmerzen. Guck mal sein Gesicht. Aber kein Problem. Wir haben das hier super weggekriegt. Sieht man nicht. Ist komplett unsichtbar. Ein Alien behandeln? Was hat denn Mr. Alien? Der hat einen gebrochenen Knochen. Habe ich genau entdeckt da. So, wie richten wir den? Mit Tape? Okay. Müssen wir da nicht irgendwie eine Schiene noch dran machen, bevor wir das tapen? Also, ich bin jetzt auch kein Arztexperte, ne? Aber das... Was soll das denn? Weiß ich nicht. Okay, das Auge reagiert. Da kann sie hingucken. Sie kann auch nach rechts gucken. Das sieht normal aus. Nach unten sieht auch normal aus. Nach oben sieht auch normal aus. Sieht alles in allem normal aus. Jetzt Reflexe-Test mit dem Knie. Kennt ihr das beim Arzt, ob man dann so tritt? Und Reflex links passt, rechts passt auch. Super. Ah, sie hat einen Stein auf den Kopf bekommen. Guck mal. Ah, okay. Hä? Okay, wir müssen ihr die Beinbehaarung wegmachen. Was ist das? Mit einem Rasenmäher? Erstens, was... Aber was hat sie da? Sie hat da irgendwas, ne? Wir müssen da irgendwas operieren oder so. So. Und jetzt, was müssen wir jetzt machen? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was wir gerade machen. Krampfadern oder wie wegmachen? Aber kann auch sein, dass das was ganz anderes ist hier. Ich verstehe, weiß ich auch nicht, was das gerade für eine Behandlung ist. So, Laboruntersuchung, Level 25. Wir müssen das da reinfüllen, genau. Jetzt müssen wir das da... Jawohl, das wäre wirklich das Billigste. Also, hä? Es ist plötzlich weiß. Also, stimmt aber trotzdem. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Goal? Okay, warte, ich muss das nach oben. Ah, warte, hier. Das muss nach oben. Das muss noch mehr nach oben. Das muss nach unten. Das muss nach unten. Ah, das passt jetzt, okay. Dann muss das nach oben.
Passt. Jawohl. So, sie hat... Was sollen wir machen? Ah, die Tapes einfach weg, oder wie? Ach, das ist ein Pflaster. Ah, das sieht aber auch so komisch aus. Das muss man erstmal raten, ey. Er hat einen Blitz abgekriegt, denke ich. Und ich muss jetzt irgendwie checken, wo. Da. Jetzt muss ich, ich muss testen, ob er unter Strom steht oder was. Und leuchtet die Glühbirne? Ja. Was mache ich jetzt, wenn ich jetzt Tab drücke? Ich entziehe ihm die Energie oder was? Ah, okay, das war jetzt medizinisch nicht sehr korrekt, muss ich sagen, aber okay. So, was hat sie? Sie hat... okay, warte, wir müssen zuerst gelb reinfüllen. Wir müssen die Injektionslösung hier quasi reinspritzen. Zuerst gelb. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig rumgemacht habe. Ich hätte, glaube ich, zuerst blau machen müssen, oder? Oder spielt das keine Rolle einfach? Jetzt rot. Ah, nee, es war doch richtig. Ah, nein. Das muss hier in den Abfall. Wir brauchen blau. Muss ja hier auch alles stimmen, was hier injiziert wird. So, Hammer, let's go. Gute Besserung. Level 30. Wir müssen den Patienten rauskriegen, was gar nicht so einfach ist. Okay, wir müssen auf jeden Fall das rausmachen. Dann müssen wir das machen, das machen, das machen. Ah, nee, so, aha. Und jetzt das. Boom, geschafft. Er hat sich verbrannt, denke ich mal. Wir müssen kühlen mit dem Kühlkissen. Hammer. Jetzt eine Anti- Brandcreme, zack, und das Ganze jetzt mit einem Tape umwickeln und dann haben wir den Guten auch verarztet. Ah, da sitzt der Ring, sie kriegt den Ring nicht mehr ab, den Ehering. Der sitzt so tief, guck mal, das ist alles geschwollen wie Sau, ey. So, haben wir hier alles schön eingecremt, so, was kommt jetzt? Jetzt muss ich einfach den Ring ziehen, ah, jetzt muss ich den Ring so langsam lösen. Oh, okay, also ich weiß nicht, ob das so geklappt hat, aber... Level 33. Er hat Verdauungsprobleme, weil er etwas verschluckt hat, was man definitiv nicht verschlucken sollte. Ich muss das anscheinend mit einem Magneten jetzt rausholen. Ah, und er kriegt Schmerzen, je mehr ich es an die Wand quasi haue. Und wenn es zu viel ist, habe ich verloren. Okay. Wir müssen eine Kontrolle, Leute. Keine Sorge. Und jetzt raus. Kotze es raus. Na gut. Oh, warte. Ist das ein Jojo? Wer ist denn ein Jojo? Okay, sie hat offensichtlich... Junge, ins Nasenloch. Sie hat offensichtlich krass Fieber, sieht man ja. Oh, Alter, hä? Alarmstufe. Kühlen. Gott, blutet sie da oben? Sie blutet doch da. Was ist denn das hier? Ja, Vitaminpillen, weiß ich nicht. Gummibärchen, Vitamin-Gummibärchen. Junge, die waren 300 Stück oder so. Absoluter Zuckerschock des Todes. Ich kriege eine Gehaltserhöhung, endlich ist es soweit. Nee. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Ich muss was unterschreiben, ich muss ein Rezept unterschreiben. Oh Gott, meine Ärzteunterschrift, das kann doch keiner lesen. Absolut easy. Bitteschön, hier ihr Rezept. Guckt mal, dass die dich eingestellt haben, das ist anscheinend meine Ehefrau inzwischen. Oh, sie will auch ein Rezept für RX. Wer kennt es nicht, das Medikament RX, das ist weltbekannt. Bam, gar kein Problem, zack. Wir müssen unser Medikament herstellen. Das ist Hälfte, Hälfte anscheinend irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe. Das muss jetzt hier rein. Puff. Und dann nochmal zur Hälfte gelb. Ist gleich Zombieherz oder so. Wird man zum Zombie vielleicht, weiß ich nicht. Jetzt hier rein. Zack. Ah, und das muss ich jetzt so eine Injektion. Und das muss ich jetzt ihm hier so drauf tröpfeln auf die Wunde. Die Entzündung, Ausschlag, was auch immer der Typ da hat. Und das jetzt schön reinreiben. Zack, sieht auch super aus. Der Patient braucht einen Herzschlag zwischen 70 und 75. Und wir haben einen Knopf, um das zu erhöhen. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ja, mehr geht aber nicht. Muss ich noch mehr? Ah, rein hier alles. Alles rein. Aber gerade so gehittet. Okay, hier braucht er 12. Was muss ich jetzt hier machen? Müssen drücken. Ah, das ist Lungen. Ah, ich habe 12. Jawohl. Das ist so Lungenvolumen. Oh, Alter, bam. Der Arzt in dem Spiel wirkt auch immer ein bisschen selbst überrascht, muss ich ehrlich sagen. Es gibt mir alles ein bisschen betrügerische Vibes. Zuerst mal machen wir das da rein. Jetzt machen wir das... Ach so, geht gar nicht. Das da rein, so... Und das da rein. So, easy. Alter, ich bin schon bei Level 9. Das ist auf jeden Fall eine Zecke. Und die hat mehr Blut gesaugt, als gefühlt diese Frau hat. Weg mit dir, ey, du Ekelhafter. Weg mit dir. Mit der Pinzette rausholen. In die Schüssel. Boah, aber ganz schnell Pflaster drauf, wirklich. Das war ja... wupp, hier. Zack. Level 4. Ey, das kennen wir schon. Wir müssen das ein bisschen nach... Warte mal, den letzten müssen wir ein bisschen nach unten. So, und den oberen Teil müssen wir ein bisschen nach... Warte mal, das... Nee, sorry. Hier. Bam. Wer will denn so sitzen? Das ist ja komplett unbequem. Muss ich in der Mitte noch was machen, oder was? Ah, ich muss das blocken. Nee. Aha, ich muss hochfahren, oder? Aha, erledigt. Ein Sehtest. Aber, wieso haben sich ihre Augen verändert?
Ist das normal? Also, ah, warte mal, ihre Brille ist kaputt. Was muss ich ihre Brille sauber machen? Ey, eigentlich, Leute, ich wollte doch nur 40 Level machen. Leute, ich hoffe sehr, euch hat die Episode heute gefallen. Ich bin links. Ne, warte mal, links ist doch falsch. Herbert, das war doch seitenverkehrt. Ich hoffe sehr, während ich das Glücksrad spinne, dass euch die Episode gefallen hat. Flankt auf jeden Fall den Like-Button, flankt den Abo-Button. Wichtig. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.